Moin Moin, hier ist wieder euer Ork Evergreen mit verreckenden Zombies und Skeletten und was nicht alles dazugehört. Ich werde hier auch noch Fenster reinbauen, keine Angst. Und einem Projekt, nämlich dem Wasserfahrstuhl. Mit dem wir dann auch direkt mal weitermachen. So, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich das mache. Habe ich hier noch Sticks? Nein. Macht nix. No, rein. Es bleibt einer leider übrig. Ach, egal, den verwurste ich irgendwo. So, machen wir mal 5 an jeder. Ach, machen wir 7. Das sollten dann genug sein, in der Tat. Oh, wir haben Pilz. Auch schön. So. Kann das hier noch irgendwo hin? Ja, da. Da kommt Pilz hin. Gut. Das soll es dann auch sein. Gut. Ich höre auch Spinne. Macht mir aber nichts. Was ich jetzt nur gucken muss, ist, wie machen wir das hier richtig? So. 1, 2, 3, 4, 5 sollten eigentlich reichen. Genau, dann würde das ja auch perfekt passen. Dafür brauchen wir dann in der Tat relativ viel Stein. Dann kann ich an den beiden Ecken noch hier mir Fenster reingraben. Vielleicht auf dieser Seite eine Verbindung zu meiner Mine, das wäre doch perfekt. Ich Idiot. Nein, das war ja dumm. So, gleich kann ich nämlich dann auch die anderen Dinger abwärts benutzen. Wundert euch jetzt bitte gerade nicht, was ich da tue. Die andere Seite mache ich gleich. Perfekt. Ach, ich hätte das doch... Ach, ich Idiot. Das hätte ja doch hoch... Egal. Machen wir gleich. Hier natürlich nicht, aber... Eins, da müssen... Eins, zwei... Das heißt, ab hier... Den mal ganz schnell wieder weg. Ach Gott, ey. Okay, jetzt. Genau. Das heißt, ab hier kann ich das jetzt komplett hoch machen. Ja, da kommt auch gleich noch Licht. Keine Angst. Normalerweise mache ich diese Wasserfahrstühle immer mittendrin irgendwo. Deswegen, das mit den Fackeln ist nämlich dabei etwas kompliziert, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Aber auch das kriegen wir gelöst. So. Jetzt machen wir das hier noch dicht. Ah, toll. Einer fehlt. Egal. So. Das ist das Erste. Dann müssen wir... Okay, müssen wir erstmal... wie kriege ich die denn da wieder weg, die Scheißleitern? Baue ich mich dann einmal hoch? Nein, ich muss ja erstmal nur die wegkriegen. Die anderen kriege ich dann schon weg irgendwie. So. Ah. Oh, cool. Ich bin die Leiter runtergegangen. Das ist mal lustig. Oh, das war doof.
So. So sollte es eigentlich funktionieren. Perfekt. Fail. Das war Epic Fail. Denn das muss ein tiefer, genau wie das hier und genau wie das war auch Fail. Genau wie da noch einer hin muss. So. Und jetzt erst, jetzt kann ich das hier wegprügeln. Und jetzt erst kann ich hier einen... Ah, Moment, Moment, Moment. Fail, fail, fail. Geht noch nicht ganz. Oh ja, ich sehe schon, ich werde die Tür dann auch versetzen hier. Und einen dritten Eimer. Genau. Was ich jetzt mache, ganz simpel, ich hole Wasser. Dududum. Ah, Spinne. Ich gehe jetzt noch nicht durch den noch nicht fertigen Wasserfahrstuhl, weil das nichts bringen würde. Jedes Mal, wenn ich so ein Ding baue, muss ich da wieder neu einiges dran rumfeilen. Weil der irgendwie, je nachdem wo und wie genau ich ihn baue, unterschiedlich gut funktioniert. Das reicht von richtig geil bis überhaupt nicht. Was dann manchmal schon ein bisschen... nein, falsch, 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 fail. Oder? Nein, richtig, richtig, richtig. Hier muss ich nur gerade dicht machen. Und dann... Wunderbärchen wird hier jetzt mal ein... Ach, einer zu wenig verflixt hier. 6, 7, 8, 9, 10. Das sollte dann funktionieren. Das geht doch so, ne? Ja. 1, 2, die Leitern brauche ich eigentlich nicht mehr so aktiv. So. Wie gesagt, das ändert sich je nachdem, wie genau ich das Ding mache. Ändert sich das wie. Was ich hinten jetzt noch mache, das habe ich absichtlich gemacht. Ja, ich weiß, ihr seht nichts. Tut mir leid. Das habe ich absichtlich gemacht, damit ich die Leitern dann noch wegkriege. Dadum, 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 dum, dum, hallo, dum. Aber natürlich, komm schon. Noch ein bisschen nach oben. Da soll keine Lücke bleiben. Da darf keine Lücke bleiben im Prinzip. Los. Nein. Fail. Hä? Wieso ist da jetzt plötzlich... Gut, gut, gut. So soll es sein. Was? Nein, so soll es nicht sein. Ah. Krieg zu viel. Muss ich da noch mal so hoch? Warum? Weil ich da einen Block falsch gesetzt hatte. Ach nee, oder? Bitte lass das da jetzt gerade weggehen. Muss ich wohl das letzte auch noch. Jetzt müsste das aber weggehen. Was? Wasserphysik for the win hier, ne? Ja. Natürlich. Dann lassen wir es mal reinplatschen. Ja, sicher. Gut. Komm schon. Oh, das ist nicht zu fassen eigentlich. Bock mich da jetzt... scheiß Spinne. Ich habe keinen Bock mich da jetzt so schrecklich hochzubauen, wenn die gleich jetzt runtergekommen wäre. Dann hätte ich mich verjagt. Ich habe keinen Bock mich da jetzt... nicht runterzubauen. Hochzubauen meine ich. Weil... ich das dann wieder abreißen müsste. Und das finde ich nicht lustig. Ach nein.
Das ist noch unlustiger jetzt. Ich meine, die Nacht interessiert mich zwar gerade nicht, aber da ist ja diese hässliche Spinne. Das heißt, ich werde erst pennen. Perfekt. Perfekt. Wunderbärchen. So. Und genau jetzt mache ich das hier. Lasse mich dann da auch schön runtertreiben von. Und ich doofbacke, wo kriege ich natürlich Wasser her hier? Bam. So. Jetzt. Fällt mir auf, dass der hier einen zu kurz ist. Das ist das Erste. Ist der immer noch zu kurz? Nein. Oder doch? Nicht. Ah, verdammt, doch, er war nicht einen zu kurz. Ich musste nur hier noch so ein Ding bauen. Weil es sonst nicht hundertprozentig funktioniert. Wuhu. Denn. Ah, doch einen zu kurz. Müsste es versuchen hier. Ach nee, ich hab schon. Ich weiß schon, was ich mache. Bedimm. Bedimm. So simpel. Bedimm. Pock. Pock. Oh, genial hier. Und den letzten Eimer. Genau. Okay, toll. Jetzt fällt mir gerade noch was anderes nicht so tolles auf. Nämlich, dass der hier einen zu hoch ist. Und ich deswegen nicht mit der Sprungtechnik rauskomme. Jetzt tue ich das aber. Ja, los, jetzt aber auch. Mein Gott. So, und damit ist dieses Gebilde im Prinzip fertig. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, sonst muss ich an der Seite hier noch Verbesserungen bauen. Das sollte jetzt eigentlich auch so gehen. Ja. Perfekt. So. Jetzt geht es einmal nach oben und dann kann man so raus. Aber das geht noch höher. Deswegen baue ich hier jetzt eine kleine Barrikade. Ja, ich weiß, dieser Wasserfahrstuhl nimmt jetzt schon mordsmäßig Platz weg in meiner Hütte. Warum ist hier eigentlich... Ach, keine Ahnung. Ich denke mal, dass beim Bauen passiert. So. Ich kenne den Wasserfahrstuhl schon. Jeder andere würde jetzt sagen, hier reicht. Reicht nicht. Reicht überhaupt nicht. Bam. Das reicht streng genommen eigentlich immer noch nicht. Ich muss eigentlich hier bis oben hin, aber ich mache es nicht bei jedem, sondern aus Schönheitsgründen nur bei jedem zweiten Block. So. Pock. 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 Perfekt. Hier noch auf die... Die sitzen alle auf der Höhe. Also packe ich hier noch, sagen wir mal, 4 Fackeln hin. Und damit ihr auch seht, dass es funktioniert, hier geht's runter. Jetzt geht's hier raus. Oh, da fällt mir gerade was auf, was ich eigentlich noch ändern muss. Nämlich
Ist aber auch so eine kosmetische Sache. Ja, das ist der Wasserfahrstuhl. Mehr gibt es dazu nicht. Gut, ich hoffe, das hier hat euch gefallen. Soll ja auch so ein bisschen so eine Anleitung sein, wie man das Ding hier baut. Sieht das besser aus? Ja. Bam. Und ja, Orca Evergreen sagt auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Fahren wir noch einmal gerade mit dem Fahrstuhl. So, und da sind wir. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.